Frau des Missionars Hahn. Erfundene, der viktorianischen Zeit entlehnte Hererotracht der Frauen hat hier ihren Ursprung, von ihren heidnischen Brüdern und Schwestern im Kaukofeld und betrachteten diese bald als zweitklassige Hereros, was die Trennung beschleunigte und vertiefte. Im 19. Jahrhundert sahen sich die Himba-Raubzügen aus dem Süden ausgesetzt und gerieten zudem in den Krieg der deutschen Kolonialherren mit den Herero, 1904. Viele flohen nach Angola, schlossen sich der portugiesischen Kolonialmacht an und beteiligten sich an Plünderungen. Nach 1920 wies ihnen Südafrika, das das Land über 70 Jahre lang beherrschen sollte, ein Reservat zu. Sie durften aber weder Handel treiben noch ihr Vieh frei weiden lassen. So verarmten die einst wohlhabenden Viehzüchter noch mehr. Das sogenannte Homeland Kaukofeld erhielt noch nicht einmal eine eigene Regierung. Als in den 80er Jahren Dürre und Krieg wüteten, stand die Kultur der Himba am Abgrund. Rund zwei Drittel ihres Viehbestandes, etwa 130.000 Tiere, verendeten. Viele Männer waren gezwungen, sich bei der südafrikanischen Armee anwerben zu lassen, und kämpften gegen die Guerilleros, die für Namibias Unabhängigkeit kämpften. Gleichzeitig mit dem Ende des Aufstandes und der Unabhängigkeitserklärung Namibias kam auch der Regen zurück, und die Viehbestände der Himba wuchsen wieder an. Doch nun bedroht das Projekt eines gewaltigen Stausees am Kunene und die vorgesehene Überschwemmung ihres Landes die Himba-Bevölkerung. Die Kultur der Himba kann darüber hinaus durch Tourismus und Verkehrserschließungen überfordert werden und sie in das Schicksal zahlreicher anderer indigenen Völker einreihen, der Lethargie, dem Alkohol und der sozialen Desintegration. Himba Namibia, man schätzt das Volk auf ca. 7.000 Menschen, leben auch heute noch, vergleichsweise unberührt von der europäischen Zivilisation, in ihrer sich ständig anpassenden und verändernden Tradition als nomadisierende Viehzüchter, Jäger und Sammler vor allem im Kaukofeld, aber auch auf der angolanischen Seite des Kunene. Sie leben ohne Personalausweis und
die geweihten Feuerstäbe und die Verantwortung für das heilige Feuer werden an den Sohn vererbt. Das Feuer darf nie verlöschen, da es die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten aufrechterhält. Außer Viehzucht, Rinder, Ziegen und Fettschwanzschafe und ein wenig Mais- und Kürbisanbau beschäftigen sich einige Himba-Männer mit der Fertigung einfacher Andenken und Werkzeuge, die sie direkt an Besucher verkaufen. Insgesamt scheinen die Himba eine Wende eingeleitet zu haben, Hegegemeinschaften bestimmen über das Vieh und auch über den Tourismus. Es gibt Mobile-Schulen, in denen die Kinder Englisch lernen. Ihre Kultur hat viele Bedrohungen überstanden und sie wird sich an manchen Stellen verändern, aber sie hat wieder eine Überlebenschance. Anders ist die Situation der in der Umgebung von Opuwo verbliebenen Himba, der einzigen Stadt des Kamko-Felds.
Frau des Missionars Hahn, erfundene, der viktorianischen Zeit entlehnte Hererotracht der Frauen hat hier ihren Ursprung, von ihren, heidnischen, Brüdern und Schwestern im Kaukofeld und betrachteten diese bald als zweitklassige Hereros, was die Trennung beschleunigte und vertiefte. Im 19. Jahrhundert sahen sich die Himba-Raubzügen aus dem Süden ausgesetzt und gerieten zudem in den Krieg der deutschen Kolonialherren mit den Herero, 1904. Viele flohen nach Angola, schlossen sich der portugiesischen Kolonialmacht an und beteiligten sich an Plünderungen. Nach 1920 wies ihnen Südafrika, das das Land über 70 Jahre lang beherrschen sollte, ein Reservat zu. Sie durften aber weder Handel treiben noch ihr Vieh frei weiden lassen. So verarmten die einst wohlhabenden Viehzüchter noch mehr. Das sogenannte Homeland Kaukofeld erhielt noch nicht einmal eine eigene Regierung. Als in den 80er Jahren Dürre und Krieg wüteten, stand die Kultur der Himba am Abgrund. Rund zwei Drittel ihres Viehbestandes, etwa 130.000 Tiere, verendeten. Viele Männer waren gezwungen, sich bei der südafrikanischen Armee anwerben zu lassen, und kämpften gegen die Guerilleros, die für Namibias Unabhängigkeit kämpften. Gleichzeitig mit dem Ende des Aufstandes und der Unabhängigkeitserklärung Namibias kam auch der Regen zurück, und die Viehbestände der Himba wuchsen wieder an. Doch nun bedroht das Projekt eines gewaltigen Stausees am Kunene und die vorgesehene Überschwemmung ihres Landes die Himba-Bevölkerung. Die Kultur der Himba kann darüber hinaus durch Tourismus und Verkehrserschließungen überfordert werden und sie in das Schicksal zahlreicher anderer indigenen Völker einreihen, der Lethargie, dem Alkohol und der sozialen Desintegration. Himba Namibia, man schätzt das Volk auf ca. 7.000 Menschen, leben auch heute noch, vergleichsweise unberührt von der europäischen Zivilisation, in ihrer sich ständig anpassenden und verändernden Tradition als nomadisierende Viehzüchter, Jäger und Sammler vor allem im Kaukofeld, aber auch auf der angolanischen Seite des Kunene. Sie leben ohne Personalausweis und was? Nochmal? Hier. Thank you.
Die geweihten Feuerstäbe und die Verantwortung für das heilige Feuer werden an den Sohn vererbt. Das Feuer darf nie verlöschen, da es die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten aufrechterhält. Außer Viehzucht, Rinder, Ziegen und Fettschwanzschafe und ein wenig Mais- und Kürbisanbau beschäftigen sich einige Himba-Männer mit der Fertigung einfacher Andenken und Werkzeuge, die sie direkt an Besucher verkaufen. Insgesamt scheinen die Himba eine Wende eingeleitet zu haben, Hegegemeinschaften bestimmen über das Vieh und auch über den Tourismus. Es gibt Mobile-Schulen, in denen die Kinder Englisch lernen. Ihre Kultur hat viele Bedrohungen überstanden und sie wird sich an manchen Stellen verändern, aber sie hat wieder eine Überlebenschance. Anders ist die Situation der in der Umgebung von Opuwo verbliebenen Himba, der einzigen Stadt des Kamkofelds.